reichen die Zeiten der Arbeitslosigkeit für eine Rente mit 63 aus? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Genau über diese Frage hatte das Bundessozialgericht im März 2019 zu entscheiden. Es ging hier in diesem Fall darum, ob der Bezug von Arbeitslosengeld nach der Beschäftigung in einer Transfergesellschaft für eine Wartezeit, für eine Altersrente, für besonders langjährig Versicherte angerechnet wird. Das ist die Altersrente, bei der es um die 45 Jahre Wartezeit geht. Und wir hatten in einem vorhergehenden oder in einem älteren Video, hatten wir schon mal gesagt oder dargelegt, welchen Inhalt die Wartezeiten von 45 Jahren haben. Dass wir also, wir haben dort gesagt, dass die Arbeitslosigkeitszeiten 2 Jahre vor Rentenbeginn in dieser abschlagsfreien, vorzeitigen Altersrente nicht mitgezählt werden. Und das war hier ein Sonderfall, den das BSG, das Bundessozialgericht in Kassel, zu entscheiden hatte. Und da haben die Kasseler Richter gesagt, nein, sie werden nicht mit an die Wartezeit angerechnet. Und zwar streng nach dem Wortlaut des § 51 Absatz 1 Nummer 3a werden solche Zeiten 2 Jahre vor Rentenbeginn nur in 2 Fällen angerechnet. Erstens, es geht um eine Insolvenz, verursacht durch den Arbeitslosengeldbezug oder Leistungen aus der Arbeitslosenförderung verursacht durch eine Insolvenz des Arbeitgebers, also das Insolvenzausfallgeld, oder durch vollständige Geschäftsaufgabe des Betriebs, des Arbeitgebers. Und vollständige Geschäftsaufgabe des Betriebs meint nicht ein Betriebsteil, sondern das gesamte Unternehmen muss aufgegeben werden. Dann zählen die Zeiten Arbeitslosengeld 1 für die Wartezeit 45 Jahre auch 2 Jahre vor Rentenbeginn mit dazu. Hier ging es um eine Beschäftigung in einer Transfergesellschaft und da hat das BSG gesagt, nein, es zählt nicht mit dazu. Das heißt also, der ALG 1-Bezug oder diese Zeiten bei Tätigkeit in der Transfergesellschaft werden auf die Wartezeit von 45 Jahren nicht mit angerechnet. Also wieder ein Urteil, wieder ein Spezialthema, was abgehandelt worden ist mit dem Thema der Wartezeiten für 45 Jahre für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Ja, Näheres zu diesem Thema, zum Thema der Wartezeiten für die Renten und Altersrente für besonders langjährig Versicherte, finden Sie oder können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.